ihr Lieben, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen ins neue Jahr 2022, ein Sechserjahr. Und ja, ich hoffe auch, ihr hattet ein paar erholsame Feiertage und konntet euch ein bisschen entspannen, Zeit mit euren Liebsten verbringen oder auch allein, je nachdem. Und ja, ich habe hier ein kleines Neujahrsorakel für euch, um mal zu schauen, welche Energien hier dieses Jahr eine Rolle spielen, was so als energetische Überschrift über dem Jahr liegt. Ich drehe dieses Video tatsächlich auch am 1.1., um die Energie des neuen Jahres hier mit drin zu haben. Und wir schauen natürlich im Laufe der nächsten Woche auf eure Januar-Energien und wir werden auch nochmal genauer gucken, was euch in diesem Jahr erwartet in den Finanzen. Darum wurde ich gebeten, ein Finanzorakel zu machen. Vielleicht wird es auch einen Beruf und Finanzorakel. Da haben wir die Kirchenglocken. Hallo, hallo. auch für Liebe und Partnerschaft werden wir schauen im Laufe des Januars. Und am Ende des ersten Monats dieses Jahres erwarten uns Portaltage. Und zwar vom 24. Januar bis zum 31. Das dürfte also mal wieder eine sehr spannende Zeit werden. Gut, jetzt schauen wir aber erstmal in eure Overall oder in eure übergeordnete Energie für diesen, nicht diesen Monat, für dieses Jahr. Und ihr habt hier zwei Stapel zur Auswahl. Ihr könnt hier Themen belegen, die euch interessieren. Auch Personen könnt ihr euch anschauen und hier zuordnen zu den Stapeln, um zu schauen, was in deren Leben jetzt passiert in diesem Jahr, was besonders wichtig ist, welches Oberthema sozusagen hier eine Rolle spielt. Vielen Dank, liebes Universum. ihr habt hier zwei Stapel zur Auswahl und hier haben wir einen wunderschönen Stein und da bin ich auf eure Mithilfe angewiesen. Hat jemand eine Idee, was das für ein Stein sein könnte? Das war ein Geschenk und ich weiß leider nicht, was für ein Stein das ist. Da, ja, er ist grün-weiß, das ist gut zu erkennen und er hat so braun-goldene Äderchen eingearbeitet. Sehr spannend. Auf der rechten Seite haben wir einen Magnesiten, für diejenigen, die es interessiert. Die Anfangsseiten für die Stapel findet ihr wie immer unter dem Video 1, 2, 3. Ich sage euch noch kurz, mit welchen Karten ich gearbeitet habe. Es gibt zum Schluss auch wieder ein paar Charms auf die Stapel. Und dann legen wir los. Ich habe hier einmal die unteren Karten. Das sind die Green Witch Orakelkarten. Ich weiß gar nicht... Wie heißt denn die Autorin? Ah, hier haben wir sie. Cherilyn Darcy aus dem Rockpool Verlag. Dann obendrauf liegt das Lightseer's Tarot von Chris Ann. Und hier als zusätzliche Karten habe ich uns noch das Universum schenkt dir alles dazugelegt von der Gabriele Bernstein. Und Illustrationen von Michaela Esra. Das sind Manifestationshilfen für das kommende Jahr, um hier die Prozesse zu unterstützen. Ihr Lieben, nehmt euch gerne noch einen Moment Zeit für die Auswahl. Wir sehen uns dann gleich in eurem Video. Hallo ihr Lieben, ihr habt euch für diesen etwas mysteriösen Stein entschieden. Und wir schauen mal, welche Botschaften hier zu euch kommen wollen für das Jahr 2021. Und da kommt aus dem Greenwich Orakel zu euch die Nummer 16. Memory, Erinnerung oder auch Erinnerungen. Der Rosmarin ist hier besonders interessant als Pflanze, wenn ihr gerne räuchert oder auch Rosmarin gerne als Tee trinkt oder als Gewürz verwendet. Dann wird er dieses Jahr eine besonders positive Wirkung auf euch haben. Wir haben hier das Element Feuer und das Löwezeichen. Es könnte sein, dass es hier um einen Menschen geht, der im Löwe geboren ist. Vielleicht hast du Löwe in deiner Chart, in deiner Geburtschart. Und ja, wir haben hier noch zusätzlich die Sonne abgebildet und ein Buch. Okay, Erinnerung ist hier ein Thema. Und als zusätzliche Karte, ich decke sie mal direkt mit auf, kommt die 7 der Schwerter. Nicht erschrecken, ihr Lieben, diese Karte ist manchmal negativ belegt. Ich würde sie aber im Zusammenhang mit dieser Karte etwas anders deuten. Also,
Ich würde sagen, ihr seid in diesem Jahr sehr, sehr, sehr gut darin, die Intentionen, also die Beweggründe von anderen Menschen zu erkennen. Das schließt eure eigenen Beweggründe übrigens mit ein, ja? Wir haben hier oben eine Situation, ein Mensch hat scheinbar Federn aus einem Nest gestohlen oder vielleicht auch vom Raben, ich würde sagen, es ist ein Rabe, abgeschnitten, ja, mit der Schere oder mit dem Messer hier und schleicht sich jetzt von dannen. So, der Witz an der Sache ist, dass wir nicht genau wissen, ob wir diese Person sind oder ob wir der Rabe im Nest sind, von dem etwas genommen wurde. Und so kann das auch in deiner Situation sein. Vielleicht gehörst du zu denjenigen, die im letzten Jahr oder auch weiter in der Vergangenheit einen Verlust erlitten haben, einen Betrug erleiden mussten von einem Menschen oder eventuell auch einen Diebstahl, etwas in der Richtung, eine unschöne Erfahrung aus der Vergangenheit, die dir das Gefühl gegeben hat, dir wurde etwas genommen. Das wird sich in diesem Jahr ändern. Das heißt, du wirst diese Erinnerung daran loslassen können. Du wirst, wie gesagt, sehr klar erkennen können, was in dieser Situation damals passiert ist. Wie sich andere Menschen verhalten haben, wie du dich verhalten hast. Und du wirst aus diesen Erfahrungen nur das mitnehmen, was dir für die Zukunft nützt. Das heißt mit anderen Worten, dass du in der Lage sein wirst, in Zukunft nicht mehr aufgrund deiner Ängste oder deiner Befürchtungen Entscheidungen zu treffen, also nicht mehr auf Grundlage der Befürchtung, dass dir wehgetan wird, dass dir etwas weggenommen wird, sondern du wirst in der Lage sein, dank der Schwertenergie wirklich beurteilen zu können auf einer neutraleren Ebene, aus einer neutraleren Sicht heraus, was passiert hier gerade in dieser Situation? Laufe ich Gefahr, wieder betrogen zu werden? Laufe ich vielleicht Gefahr, mich selbst wieder zu betrügen? Oder ist die Situation hier eine andere? Und das ist eine sehr gute Sache. Das heißt, negative Erinnerungen hier werden dich nicht weiter negativ beeinflussen. Du bist in der Lage, jetzt wirklich klar zu sehen, was ist hier los? Was passiert hier gerade? Zusätzlich dazu wirst du einen ordentlichen Zugewinn an positiver Energie gewinnen. Ja, schön. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wir haben hier die Sonnenenergie und den Löwen. Das heißt, hier ist auch Selbstbewusstsein im Spiel. Der Mond hier oben strahlt so hell und so gülden, dass man ihn auch fast für eine Sonne halten könnte. Ja, also wirklich, Ausstrahlung ist hier ein Thema. Feuerenergie ist hier ein Thema. Vielleicht hast du auch das Bedürfnis, dich nochmal mit alten Themen zu beschäftigen. Wir haben hier das Buch liegen. Vielleicht erinnerst du dich in diesem Jahr an ein Thema, an ein Themengebiet, was dich immer schon sehr interessiert hat. Und du wirst in diesem Jahr die Kraft finden, auch die geistigen Reserven haben mit den Schwertern, dich diesem Thema zuzuwenden und da nochmal hineinzuschauen. So, allgemein nochmal, wirst du aus deiner Vergangenheit nur noch die Dinge mitnehmen, dich an Dinge erinnern, die wirklich nützlich für dich sind und die du brauchst in der Zukunft, ja. Und alles andere wird sich nach und nach in hoffentlich Wohlgefallen auflösen oder du wirst es zumindest hinter dir lassen können und sehen können, okay, ich habe das aus dieser Erfahrung gelernt und das hilft mir in der Zukunft. Ja, also Melancholie wird hier deutlich weniger werden. Auch das Hängen, wie gesagt, an schlechten, negativen Erinnerungen wird dieses Jahr kein Thema mehr für dich sein. Das finde ich sehr schön, ihr Lieben. Ja, es wird weitergehen. Es wird auch vorangehen. Wir haben hier die 7 der Schwerter und wir haben hier oben die 16. 6 plus 1 ergibt 7. Das ist die 7 im Tarot der Wagen. Das heißt, hier kommt etwas in Bewegung dieses Jahr. Sehr, sehr schön. Ich nehme mal ein paar Charms drauf. Ja, okay, hier haben wir einiges. Als erstes fällt mir das Solarplexus-Chakra auf. Da haben wir nochmal die Energie der Sonne, des Löwen, die Ausstrahlung. Ja, also wirklich, dieses Jahr wird ein Jahr sein, in dem du einen guten Zuwachs an Ausstrahlung, an Positivität erwarten kannst. Außerdem haben wir hier nochmal das Selbstbewusstsein mit drin. Ja, auch wirklich nochmal ganz wörtlich das Selbstbewusstsein, ja, also du wirst dir dieses Jahr auch selbst
wirklich nichts mehr vormachen können. Wir neigen alle dazu, uns in bestimmten Lebensbereichen oder in bestimmten Phasen unseres Lebens, ja, nicht ganz ehrlich zu sein mit uns oder ja, Dinge einfach nicht klar sehen zu können. Das ist dieses Jahr nicht mehr der Fall, ja. Also du wirst sehr klar sehen können, was du wirklich willst, was wirklich wichtig für dich ist. Und du wirst auch sehr stark dazu stehen, woran du glaubst, wo deine Werte sind, wo deine Grenzen sind, wen du erlaubst, in dein Leben zu treten und wem nicht. Ja, also wirklich eine starke Energie. Sehr schön, ich lege die hier mal oben. Hierzu. Ach so, mit dem Vollmond hier, gut möglich, dass die Vollmonde dieses Jahr besonders wichtig für dich sind und einen großen Einfluss auf dich haben. Ich mach mal weiter mit dem Sternzeichen und da mir den Skorpion. Ja, alles klar. Also, dir wird man dieses Jahr wirklich nichts vormachen können, ne? Und du dir selbst auch nicht. Und du traust dich wirklich, hinter den Vorhang zu blicken mit dem Skorpion. Ja, also wirklich der Skorpion wie der Mond, der das Licht in die Nacht bringt. Ja, also wirklich gute analytische Fähigkeiten. Solltest du im Moment eine Therapie machen oder auch eine Selbsttherapie oder Selbsttherapeut sein oder Coach, dann wird dieses Jahr, ja, wirst du ganz außerordentliche Fortschritte machen können. Also sowohl mit dir selbst als auch mit den Menschen, die du behandelst. Wow. Okay, machen wir weiter. Hier haben wir noch, ach, sehr schön, ja, das Hals- oder Kehlchakra für mich. Du wirst also nicht nur diese Prozesse in deinem Inneren stattfinden lassen, sondern du wirst darüber auch reden, ja, in der Öffentlichkeit. Wir haben den Löwen hier liegen, wir haben die Sonne und hier nochmal das Solarplexus-Chakra und hier oben den strahlenden Mond. Also für alle von euch, die mit Sprache, mit Worten arbeiten, Podcaster sind oder im Radio oder singen, ja, in irgendeiner Art und Weise mit ihrer Stimme arbeiten, wird dieses Jahr ganz, ganz außerordentlich erfolgreich sein können. Vielleicht machst du auch nochmal eine Fortbildung oder eine Weiterbildung in dem Bereich oder frischt hier altes Wissen auf. Auch das kann sein. Jedenfalls wirst du dich ausdrücken können, ja, und du wirst auch das starke Bedürfnis haben, dich auszudrücken. Vielleicht ist das auch etwas ganz Neues für dich, ja, also dass du das bisher nicht so hattest. Dann wirst du überrascht sein in diesem Jahr, wie kraftvoll deine Stimme ist und wie viel Einfluss du auch auf andere haben kannst. Sehr schön. Wow, wir haben hier echt einiges, ihr Lieben. Ich mach mal mit den Buchstaben weiter. Wir haben hier einmal ein F. Vielleicht für die Federn, die hier rumfliegen. Ja, es könnte sein, dass in diesem Jahr Federn besonders signifikant sind für dich, auch Blätter, die dir über den Weg wehen. Wir haben hier nämlich nochmal das Blatt, aha, und den Engelsflügel, auch nochmal für die Federn. Also Kommunikation mit der geistigen Welt, Synchronizitäten in diesem Jahr, sehr auffällig für dich, in Form von Federn und Blättern. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ich lege die hier mal hin. Achso, falls du dich zur Engelenergie hingezogen fühlst, einen Schutzengel hast, einen Beschützer, einen Wächter, einen Führer in der geistigen Welt, dann wird der dieses Jahr sehr intensiv mit dir kommunizieren und dir vielleicht auch hier und da den Weg weisen oder dich bestätigen, wenn du zweifelst. So, dann haben wir noch ein D als Buchstaben. Wir haben noch ein D. Ein doppeltes D. Wir haben das P. Wir haben ein I, die Zahl Pi ist hier, kommt mir als erstes. Vielleicht seid ihr auch mathematisch sehr begabt oder interessiert auch. Dann haben wir ein U, ein B, noch ein I, doppelte Buchstaben in diesem Jahr, sehr interessant. Dreifache Buchstaben, das U haben wir hier nochmal. Okay. Das können Anfangsbuchstaben sein von Personen, die hier involviert sind, die hier mit reinspielen. Anfangsbuchstaben von deinem Namen, von Städten, Dörfern, Berufsbezeichnungen. Hier können Abkürzungen drin liegen, manchmal auch ganze Wörter. Du sehe ich zum Beispiel. Das BI für Bielefeld. Zum Beispiel, ja. Eventuell auch Bisexualität könnte hier eine Rolle spielen. Na. Kulat hier weg. Ja, vielleicht stehen hier auch einige
in diesem Jahr stärker zu ihren sexuellen Neigungen. Auch das ist möglich. So, also wirklich, wir sortieren das hier mal. Wir haben die Weisheit mit der Eule. Wir haben das Licht, Licht ins Dunkel bringen durch deine Weisheit. Dann haben wir hier das Steuerrad. Das heißt, es geht hier auch in eine neue Richtung, passt schön zum Wagen als übergeordnete Energie. Ja, also das Steuerrad wirklich in eine Richtung ausrichten, die dir gefällt. Wir haben hier noch zusätzlich den Charme Bon Voyage, gute Reise. Gut möglich, dass du dieses Jahr die Chance ergreifst, falls wir sie haben, zu reisen, im Inneren oder im Äußeren, ja. Aber gut möglich, dass es für viele auch tatsächlich um äußere Reisen geht, ne? Mit dem Steuerrad und auch dem Eiffelturm hier. Also Frankreich, Paris könnte eine Rolle spielen. Eventuell auch die Liebe, komme ich gleich noch zu. Ja, aber Reisen, die Möglichkeit zu reisen, könnte hier angezeigt sein. Wir haben es dreimal hier liegen. Also viele von euch werden dieses Jahr verreisen. Und dann ist der Rat auch, wirklich nur das Nötigste mitzunehmen. Ja, euch nicht zu belasten mit unnötigem Gepäck. Ja, im übertragenen Sinne mit ja, negativen Erinnerungen, ja, wenn wir es wieder auf die allgemeinere Ebene bringen. Sehr spannend. Ja, die Schildkröte liegt hier auf dem Rücken. Das heißt, hier ist etwas ins Stocken geraten. Aber es geht jetzt weiter in einem gemächlichen Tempo. Vielleicht steht das auch für den Beginn des Jahres. Da müssen wir mal gucken, wie sich das weitere Jahr entwickelt. Es gibt hier auf jeden Fall einen Lebensbereich, der scheinbar ins Stocken geraten ist bei dir. Oder wo du das Gefühl hattest, es geht einfach nicht weiter. Und naja, das passiert oft, wenn ja, die Energien, die geistige Welt möchten, dass wir eine Pause machen oder dass erst noch andere Dinge um uns herum sich orchestrieren müssen, sich ordnen müssen, damit wir an dieser Stelle weitermachen können. Okay, die Schildkröte. Ich drehe sie dir auch mal um, damit es hier weitergehen kann. Sehr spannend. So, für einige kann es in diesem Jahr tatsächlich auch um die Liebe gehen, ja? Wir haben hier einen Charme, auf dem steht I love you. Also, es gibt hier einen Menschen, der dich liebt. Ob du das weißt oder ob dir das bewusst ist oder nicht, du wirst hier auf jeden Fall mehr geliebt, als du glaubst. Gerade wenn der im Zusammenhang mit dem Eiffelturm kommt, Paris, die Stadt der Liebe, da ist der Zusammenhang schnell hergestellt. Dum, dum, dum. Ach, schau mal, und wir haben sogar das Friedensherz hier. Es geht hier also zumindest auch um die Selbstliebe, ja, dass du Frieden findest mit dir selbst, dass du dich selbst ja, mehr wertschätzt in diesem Jahr. Vielleicht auch mehr, als du das bislang getan hast. Vielleicht aufgrund von schlechten Erfahrungen, ja, aber mit dem Löwen hier nochmal, der für Selbstbewusstsein steht und ja, auch für Ausstrahlung und sich nach außen zeigen. Mit diesen beiden Charmes hier ist das Thema Selbstliebe auf jeden Fall mit drin, aber auch deine Beziehung zu anderen Menschen. Also Liebesbeziehungen romantischer Art mit diesem Charme und dem Eiffelturm. Oh. Ja, der eine oder andere Kuss wird dich dieses Jahr auch erwarten mit dem Mund hier. Das ist das eine, ja, vielleicht sogar ein romantischer Kuss unter dem Eiffelturm. Kann ich nicht ausschließen, auch mit dem Bon Voyage, Französisch. Irgendetwas in dem Bereich ist hier auf jeden Fall angezeigt. Interessant aber auch mit der Note und dem Mund und dem Kehlchakra hier. Es ist wirklich ein fantastisches Jahr, um hier deine Stimme erklingen zu lassen, ja, deine Stimme. Den Leuten deine Stimme zu zeigen, auch eventuell, wenn du singst oder ich sag's nochmal, mit Stimme arbeitest, ist das ein Jahr, in dem du sehr erfolgreich sein kannst. Und du wirst vielleicht vermehrt den Mut dazu haben, mit dem Solarplexus und dem Wurzelchakra hier, also auch die entsprechende Ausstrahlung haben, das Selbstbewusstsein, dich zu bewerben, dich auf eine Bühne zu stellen, ein Podcast zu machen, ein Video, ein Seminar zu geben oder mehrere natürlich, Auftritte zu haben, etc.
Sehr schön. Vielleicht sogar international, vielleicht sogar in Frankreich, keine Ahnung. Ne? Wir haben ja halt zweimal den Hinweis auf Frankreich, daher betone ich es so. Vielleicht singst du auch auf Französisch. Dum, dum, dum. Ja, Licht ins Dunkel bringen hier mit deiner Weisheit, kriege ich auch noch mal, ne? Mit dem Skorpion. Also, da, interessant, interessant. Das dürfte ein spannendes Jahr für dich werden. Auch durchaus eine Reise. Also ich glaube, dieses Jahr wird nicht langweilig, sondern durchaus abwechslungsreich für dich. Hier wird etwas in Bewegung kommen. Oh. Spannend, spannend. Ja, beim Reisen möchte ich auch gerne dabei sein, liebes Universum. Ich hätte auch große Lust, mal wieder auf Tour zu gehen. So, zack, ich lege die jetzt hier mal wieder hin und wir schauen mal in das Manifestationsorakel, was dir dabei helfen kann, diese Energien zu unterstützen in diesem Jahr. Liebes Universum, wie können die Menschen in dieser Gruppe... Okay, das ging schnell. Wir schauen mal, welche Manifestation hier für dich kommt. Und da haben wir. An meine geistige Führung zu glauben, schenkt mir Sicherheit und die Freiheit, weiter zu träumen, auch dann, wenn ich noch nicht weiß, was dabei herauskommt. Sehr schön, sehr schön. Ja, angedeutet für mich hier diese Reise, von der du vielleicht noch nicht weißt, wo sie dich hinführt. Das kann beängstigend sein und einschüchternd. Manchmal fühlt es sich aber auch gut an und wie ein Abenteuer. Und ich glaube, dieses Jahr könnte sehr abenteuerlich für dich werden. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, wir haben ein Sechserjahr. Du hast hier die Energie der Sieben sehr stark drin. Ja, sechs, sieben, da haben wir einen Progress, einen Fortschritt. Und ja, es dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit für dich darum gehen, hier einen Bling. Aha. Ja, Nachrichten könnten eine Rolle spielen, Neuigkeiten. Hier aber auch einem Weg zu folgen, für den dein Herz schlägt. Mein Gott. Ja, wir haben die 6 und wir haben die 7. Die 6, die Liebenden, die Herzensentscheidungen und die 7, der Aufbruch mit dem Wagen, ja. Also wirklich sehr, sehr schöne Energien, ihr Lieben. Wenn du magst, dann speichere dir dieses Orakel doch ab in deine Playlist und schau im Laufe des Jahres immer mal wieder rein, falls dich zwischendurch mal der Mut verlässt. Ja, du an deiner geistigen Führung zweifelst, kann das hier helfen, immer wieder auf den Weg zu kommen. Aber ich glaube auch mit der geistigen Führung hier, die wird dieses Jahr sehr, sehr stark sein. Also wirklich dann kommen, wenn du sie brauchst und wenn du darum bittest. Ja, lass dich hier auf das Abenteuer ein. Lass alles hinter dir, was dir nicht mehr gut tut. Nimm nur die Erinnerungen mit, die dich wirklich unterstützen und dir helfen, nicht diejenigen, die dich negativ beeinflussen. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für eure Zeit und euer Vertrauen. Vielen Dank auch für eure lieben Wünsche zu Weihnachten und zum neuen Jahr. Wie gesagt, ich hatte echt eine entspannte Zeit und bin sehr, sehr dankbar, dass ja Ruhe und Frieden hier eingekehrt sind. Und ich wünsche euch einen wundervollen Start ins neue Jahr. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns im Laufe der kommenden Woche wieder. Ganz genau kann ich es euch noch nicht sagen. Aber das Monatsorakel werdet ihr bis spätestens Freitag hier auf YouTube finden. Bis dahin, macht es gut, ihr Lieben. Ciao. Hallo, ihr Lieben. Stapel Nummer 2. Der wunderschöne weiße Magnesit hier. Es tut mir sehr leid, ich habe euer Video gerade abgedreht und musste dann feststellen, dass ich nicht auf Aufnahme gedrückt habe. Wunderbar. Okay, ihr seht hier also schon eure Karten aufgedeckt und auch eure Charms. Ich beginne trotzdem hier mal mit den Karten und hoffe, ihr seht mir das nach. Also, wir haben hier einmal die Karte Nummer 5, das Grounding, die Erdung mit Erdenergie, nicht nur Jungfrau, die wir hier abgebildet haben, sondern auch Stier und Steinbock. Hier auf der rechten Seite haben wir die Divination, die Wahr- oder Weissagung. Vielen Dank, liebes Universum. Mit der Skorpionenergie, Wasserenergie, aber auch Feuer, Löwe, Schütze, Widder.
Es ist gut möglich, dass viele von euch im spirituellen Bereich arbeiten. Wir haben hier einmal die Weissagungskugel, die Wahrsagerkugel und hier die Tarotkarten abgebildet. Also hallo und herzlich willkommen, liebe Kollegen. Also dieses Jahr wird für euch auf jeden Fall es wird ein Neubeginn da sein, es wird ein Neubeginn geben. Du wirst etwas wirklich hinter dir lassen und das sehe ich hier mit den Zehn der Schwertern. Es mag sein, dass du im letzten Jahr, im vergangenen Jahr wirklich einiges loslassen musstest, dass hier Dinge beendet wurden. Vielleicht war es für dich auch nur das alte Jahr, das hier beendet wurde oder wird gerade, ja, dass du das sehr bewusst wahrgenommen hast, den Jahreswechsel. Für einige kann es aber auch bedeuten, dass hier Partnerschaften, Projekte, Berufe losgelassen werden mussten, freiwillig oder unfreiwillig. Ja, einige mögen sich auch etwas entfernt haben von der Spiritualität im letzten Jahr oder von ihrem eigenen Glauben an eine höhere Führung etc. Ja, dass deine Gedanken dich oder deine Ratio dich sehr beherrscht hat und du gezweifelt hast an deinen Fähigkeiten in diesem Bereich oder überhaupt an der Existenz von Geistführern, Gott, dem Universum, Energien etc. Ja, wir haben hier die starke Jungfrau-Energie liegen aus den Charms. Einmal hier die Jungfrau, hier nochmal die Jungfrau und auch den Skorpion. Beides sehr analytische Energien. Das ist etwas, was dich in diesem Jahr begleiten wird. Ja, du wirst sehr, sehr gut darin sein, hier Informationen, energetische Informationen aufzunehmen, auszulesen aus Karten oder aus anderen Hilfsmitteln, die du benutzt für deine Tätigkeiten. Es wird insgesamt ein Jahr für dich des Anstieges sein von diesen Fähigkeiten. Ja, wir haben hier, wie gesagt, einmal wirklich die Weissagung liegen, die Symbole hier. Und das bedeutet auf jeden Fall, dass dieses Jahr für dich ein starker Anstieg stattfinden wird. Manchmal nennt man es Awakening, nochmal ein Erwachen auf einer neuen Ebene, ein Energieanstieg. Wichtig dabei ist auf jeden Fall in diesem Jahr, dass du geerdet bleibst, ja, wenn so heftige Energien hier auf dich einströmen oder auch aus dir heraus, dann achte bitte darauf, dass du genug Zeit in der Natur verbringst, dass du auf ganz praktischer Ebene viel Gemüse isst, was in der Erde wächst, also zum Beispiel Kartoffeln oder Rüben etc., ja, alles was halt mit der Erde sehr stark verbunden ist und darin wächst, hilft dir dabei, geerdet zu bleiben auf ganz praktischer Ebene. Wenn du das schon weißt, sehr gut. Ich glaube auch, viele von euch wissen um diese Prozesse und um diese Techniken. Aber es sind auch immer mal wieder neue Menschen dabei. Vielleicht bist du auch jemand, der bisher überhaupt nicht mit Spiritualität in Kontakt war und dich dafür nicht interessiert hast, nicht daran geglaubt hast, sehr rational unterwegs warst und jetzt aus irgendeinem Grund hier gelandet bist bei diesem Reading. Und dann sage ich mal hallo. Schön, dass du da bist. Ja, um hier eventuell Übereinstimmung sehen zu können, habe ich einige Charms aus meiner Schüssel hier gezogen. Und interessant ist, dass für diesen Stapel nur, in Anführungsstrichen, nur Buchstaben und Zahlen und ein Sternzeichen herausgekommen ist, plus diese wunderschöne Rose hier. Ja, also da sind auch ganz andere Dinge drin, viele Zeichen und Symbole, die habe ich hier gar nicht. Interessant, es könnte also sein, dass du in diesem Jahr sehr viel Informationen durch Kommunikation erhältst aus der geistigen Welt, also Buchstaben und Zahlen hier besonders wichtig sein können. Im anderen Stapel nebenan waren es übrigens Blätter und Federn, ja, aber für dich sind in diesem Jahr Synchronizitäten, Botschaften höchstwahrscheinlich eher in Buchstaben und Zahlen zu entdecken. Sehr spannend. Wie komme ich darauf, dass hier ein Anstieg an Energie stattfinden wird oder ein Anstieg an Fähigkeiten, die du hast? Für mich haben wir hier einmal eine geschlossene Blüte beim Schnittlauch und hier haben wir die offene Rose. Ja, also da möchte noch mal etwas aufgehen, etwas erblühen. Und das muss nicht unbedingt im spirituellen Bereich sein, das kann auch andere Fähigkeiten von dir betreffen. Ja, aber dieses Jahr möchte etwas aufblühen. Und der Preis dafür war oder ist, hier etwas Altes loszulassen und nach vorne zu blicken, in dieses neue Jahr reinzuschauen und wirklich daran zu glauben, an dich selbst zu glauben, an deine Fähigkeiten. Aber da du hier bist, gehe ich davon aus, dass du eben auch an eine höhere Führung glaubst.
Und darauf darfst du in diesem Jahr vertrauen. Und für viele von euch wird das auch so sein, ja, dass dein Vertrauen hier entweder wieder wächst oder sich noch verstärkt. Was ich sehr interessant fand, dass wir hier einmal auf dieser Seite die Tarotkarten auf der Karte selbst abgebildet haben. Und da haben wir hier einmal vorne drauf die Sonne, die kann man erkennen. Dann haben wir hier die Hohepriesterin, die Nummer 2, achso, die 19 übrigens mit der Sonne, die 2, die Hohepriesterin. Und hier ganz versteckt, da sieht man ein X und eine 5 und ein Stückchen vom Mond. Das heißt, höchstwahrscheinlich wird das die Nummer 18 sein, der Mond, die wir auch hier oben abgebildet haben auf dieser Karte. Und dazwischen, wie gesagt, die Hohepriesterin. Und das bist du, ja, auch wenn du ein Mann bist, ist diese Energie der Hohen Priesterin hier sehr stark drin, die eben einen guten Zugang zur Spiritualität hat, zur eigenen Intuition, die verstanden hat, dass die Wahrheit oftmals zwischen Sonne und Mond liegt, dass, ja, sie sitzt oftmals zwischen den Stühlen, was nicht immer angenehm ist, aber es befähigt sie auch dazu, das Verborgene zu sehen, hinter das Offensichtliche zu sehen, zu erkennen, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als das menschliche Auge zu sehen vermag. Gerade auch mit der Skorpionenergie hier wirst du das dieses Jahr vermehrt spüren. Wie gesagt, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch einfach nochmal in Form eines Anstiegs dieser Fähigkeiten und auch des Selbstbewusstseins, das so zu kommunizieren, das nach außen zu tragen oder erstmal für dich selbst auch anzuerkennen oder wieder anzuerkennen. Ja, dass es das gibt, dass es da mehr gibt, als ja, das menschliche Auge sehen kann oder mit Mikroskopen zu untersuchen vermag. Dann haben wir hier noch aus den Charms die Nummer 3 für dich liegen, die Herrscherin. Interessant übrigens auch, ne? Die 2, 3, 4 und dann haben wir hier oben noch die 5. Hier haben wir die 5 und die 14, 1 plus 4, Quersumme 5. Also wirklich, du steigst hier das Treppchen hoch. Hier könnte man sogar noch die 1 rein interpretieren, ja. Hier hätten wir nochmal die 5 in den Buchstaben, zu denen ich natürlich gleich nochmal komme. Ja, hier geht es auf jeden Fall ordentlich nach oben für dich von der Energie her. Wir haben die Herrscherin, die ist sehr kreativ. Die möchte etwas Neues auf die Welt bringen, etwas Neues gebären. Vielleicht geht es tatsächlich um Mutterschaft. Wir haben ja auch zweimal das M liegen. Ja, das könnte ein Thema für einige von euch sein. Vielleicht möchtet ihr schwanger werden oder seid bereits schwanger. Dann wird dieses Jahr zwangsläufig das Jahr der Niederkunft sein, ja, der Geburt. Das kann aber auch ein Projekt betreffen, etwas, was du ausarbeitest, etwas, was du ja hier verwirklichen möchtest in diesem Jahr. Und wir haben zusätzlich noch die 40, das könnte ein Lebensalter sein, vielleicht bist du 40 Jahre alt, vielleicht bist du eine 4-0 als Lebenszahl oder auch eine 3. Das muss nicht so sein, die 4 steht hier auch für den Herrscher für mich. Sie ist der Counterpart, das Gegenüber von der Herrscherin. Das heißt, die Themen Männlichkeit, Weiblichkeit, Dualität können hier eine Rolle spielen für dich. Auch durchaus in Beziehungen, ja. Wir haben ja einmal das Divine Feminine oder die Divine Feminine und den Divine Masculine. Das heißt, die, ja, das zu übersetzen ist immer irgendwie seltsam. Die ja, gesegnete, geheiligte, spirituelle Weiblichkeit und eben die spirituelle, gesegnete, geheiligte Männlichkeit. Das heißt, diese Eigenschaften in ihrer positiven Form liegen. Diese Energien können sich in dir selbst verwirklichen. Ich glaube, dass jeder von uns diese Eigenschaften in sich trägt und wir aufgerufen sind, unser Leben lang das in uns zu verwirklichen. Es mag aber auch sein, dass in diesem Stapel, weil auch hier 2 Karten gefallen sind, drüben ist nur eine gefallen, ich hatte auch eigentlich nur nach einer Karte gefragt, ist es gut möglich, dass es sich hier um 2 Menschen handelt, die sich gegenseitig helfen, diese Energien zu verwirklichen. Als Liebespartner, in der Familie, als Freunde, ja, das kann sehr unterschiedlich sein. Aber es ist recht auffällig, von daher dachte ich, nehme ich es mal mit rein, ja. Also es ist gut möglich, dass hier vielleicht einer der Partner sich in dieser Energie befindet und der andere in dieser Energie. Das mag auch im Laufe des Jahres vielleicht switchen, ja. Also wir haben ja einmal einen sehr analytischen, sehr geerdeten Menschen, vielleicht sogar im Erdzeichen geboren. Jungfrau, ja, Stier Steinbock, habe ich gerade schon mal gesagt.
Und hier haben wir einmal jemanden, der sehr intuitiv ist, sehr leidenschaftlich mit dem Skorpion, alle Energien der Wasserzeichen in sich trägt, sehr kreativ ist, sich durchaus auch mit Wahrsagung oder mit spirituellen Themen beschäftigt. Das mag auch schon abgefärbt haben auf diesen Menschen, denn schließlich haben wir auch hier die Tarotkarten liegen. Wie gesagt, schau da mal, was für dich in Resonanz geht. Du bist auf jeden Fall, oder anders, diese 5 hier und diese 5 bringen mich auch so ein bisschen, und auch hier die, das V, bringen mich so ein bisschen dazu, das zu denken, zu fühlen, dass du etwas aus dem alten Jahr mitnimmst. Wir hatten ein 5er-Jahr, jetzt haben wir ein 6er-Jahr. Dass hier vielleicht auch Samen gelegt, gesät wurden, die dieses Jahr zum Sprießen kommen aus dem letzten Jahr. Sehr interessant. Sehr interessant. Jetzt lass mich mal kurz gucken, was habe ich schon gesagt? Die hatte ich schon. Samen wurden gesät, gelegt. Dum, dum, dum. Ja, etwas, was vielleicht auch, von dem du dachtest, dass es vorbei ist hier mit den 10 der Schwertern, könnte, wie gesagt, in diesem Jahr nochmal auftauchen. Das würde ich hier mal so sehen. Für wieder andere kann es auch sein, dass du etwas wirklich ad acta legst, ja? Dass du mit den 10 der Schwertern hier sagst, nö, so nicht, nicht mehr in diesem Jahr, ich nehme das nicht mit. Ich möchte das nicht mitnehmen aus dem alten Jahr. Und dann wird das eine Verstandesentscheidung sein. Wir haben hier die Schwerter liegen, ja? Das ist immer die mentale, die Geisteskraft. Und es kann gut sein, dass du dich dazu entscheidest, bestimmte Themen, Personen, negative Energien, Gedankenmuster hier nicht mehr fortzuführen in diesem Jahr. Ja? Vielleicht hast du dir auch die Grenze gesetzt jetzt zum 1.1. und gesagt, so ab heute nicht mehr. Sehr gut. Okay, dann haben wir hier einige Buchstaben für dich. Ja? Wir sehen hier schon einmal das doppelte M, das doppelte W, das doppelte K, das doppelte S. Das heißt, doppelte Buchstaben könnten in diesem Jahr besonders interessant für dich sein. Vielleicht laufen sie dir oft über den Weg. Auch auch Zahlen sind in diesem Jahr der Weg, durch den die geistige Welt vorrangig mit dir kommuniziert. Bitte nicht vergessen, es ist ein allgemeines Orakel, ne? Also kann sein, dass es für dich anders ist, aber für die Mehrzahl oder die Mehrheit hier wird es so sein. Vielleicht hast du auch vermehrtes Interesse an Kommunikation in diesem Jahr oder an Numerologie. Vielleicht auch an Kartenlegen oder anderen Weissagungstechniken oder anderen Praktiken, die sich mit Energie und Spiritualität beschäftigen, Meditation, Energiearbeit, Chakrenarbeit etc. All das ist möglich. So, ich mache mal weiter mit den Buchstaben. Wir haben hier außerdem noch ein U, ein O, ein C, ein D, ein V, ein I und ein H. Das können Anfangsbuchstaben sein von Personen, die hier involviert sind. Das D auch nochmal für die Divination zum Beispiel. D-I-V haben wir hier sogar. Divination, Weissagung. Das können Geistführer sein, die sich hier reinlegen. Berufsbezeichnungen, Orte etc. Manchmal legen sich auch ganze Wörter rein. Da schaut gerne mal. Ich sehe jetzt spontan kein Wort. Möchte da aber jetzt auch nicht weiter nachschauen. Ich wollte nämlich noch was anderes sagen. Ja, weil ich nämlich schon jetzt das zweite Mal drehe, bin ich nicht ganz sicher, was habe ich schon gesagt und was nicht. Lass mich nochmal, gib mir einen Moment. Ach so, genau. Wir befinden uns auch immer noch in den Zeiten der Rauhnächte. Falls du selbst Orakelkarten oder andere Werkzeuge benutzt oder vielleicht auch deinen Geist, deine Hände, was auch immer, wäre heute ein guter Tag oder wann immer du dieses Orakel schaust, dir selbst die Karten zu legen oder eine andere spirituelle Praxis durchzuführen, auszuführen. Ja, du hast heute einen sehr guten Zugang dazu. Allgemein, wie gesagt, wirst du dieses Jahr, falls du im spirituellen Bereich arbeitest, ich glaube, hier sind einige Kollegen dabei, ne? Wir haben ja auch schon die Orakelkarten abgebildet, das ist eigentlich immer, ne? Und im Zusammenhang mit der Weissagungskugel muss man kein Weissager sein, um hier zu sehen, dass hier viele Menschen dabei sind, die sich mindestens dafür interessieren, mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar im selben Bereich arbeiten. Hallo, schön, dass ihr da seid, liebe Kolleginnen und Kollegen. Du wirst dieses Jahr einen sehr guten Job machen, ne?
Das ist für mich auch ziemlich klar ersichtlich mit dem Skorpion, der wirklich tief reinguckt, der sich nicht scheut dafür, auch wirklich Themen anzuschauen, die schmerzhaft sind in dir, in anderen. Das wird dir sehr feinfühlig gelingen und sehr analytisch wirst du hier anderen Menschen helfen können, Dinge zu erkennen, zu strukturieren, zu verarbeiten. Ja, die Jungfrau ist sehr geerdet, sehr analytisch, durchaus auch sensibel. Aber ja, sie hinterfragt auch sehr stark, ebenso wie der Skorpion. Und das wirst du dieses Jahr auch tun. Vielleicht wirst du sogar zu der Erkenntnis kommen, dass also im Laufe des Jahres zu der Erkenntnis kommen, dass hier bestimmte Dinge dir einfach nicht mehr gut tun. Ja, ein Job, vielleicht auch ein Mensch oder eine Situation, ein Wohnort, was auch immer, und dich davon verabschieden. Ja. So, okay, dann schauen wir mal in eure Manifestationskraft, in eure Karte, die euch im besten Fall das ganze Jahr über begleitet. Und da kommt zu euch die folgende Karte. Indem ich eine wertschätzende Haltung einnehme, bin ich im Einklang mit meiner wahren Natur der Liebe. Gut möglich, dass es hier tatsächlich für einige um Liebe geht, um Partnerschaft, um Familie, um Freundschaft. Ja, mit den zwei Vögeln hier, auch hier, wie gesagt, diese Energie der Herrscherin und des Herrschers. Es ist auch das Sechserjahr, ein Jahr, von dem man sagt, da werden Herzensentscheidungen getroffen. Und das, was zusammengehört, wird zusammenkommen oder bleiben. Und das, was nicht mehr zusammengehört, wird sich trennen. Ja, und das kann alle Lebensbereiche betreffen, nicht nur die Liebe, auch Beruf, Wohnort, Hobby etc. Also sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend, ihr Lieben. Ja, und auch hier haben wir die Vögel. Hier haben wir auch nochmal zwei. Auch den Mond haben wir hier nochmal abgebildet. Und das hier könnte sogar die Sonne sein. Also wirklich, ja, diese Dualität ist hier in diesem Jahr für euch besonders interessant. Vielleicht beschäftigt ihr euch auch sehr stark damit, ja, mit Träumen, Unbewussten auf der einen Seite, mit Dingen, die im Licht sind, die offensichtlich sind, auf der anderen Seite. Und naja, entscheidet euch vielleicht nicht für eine Seite, sondern entscheidet euch dafür, dazwischen zu stehen und euch eventuell das Beste aus beiden Welten zu holen oder zumindest die Fähigkeit, beides wahrzunehmen. Also das Offensichtliche und das Verborgene. Interessant. Ja, manchmal wird die Sonne auch als männlich beschrieben und der Mond als weibliche Energie. Auch das ist möglich. Sehr spannendes Jahr, ihr Lieben. So, Wertschätzung ist hier nochmal das Thema. Wir haben zweimal das W hier liegen, finde ich interessant. Vielleicht war das auch ein Problem in der Vergangenheit, dass du dich selbst nicht genug wertgeschätzt hast und deine Fähigkeiten, ob im spirituellen Bereich oder in einem anderen Bereich, ja, und dass du damit jetzt endgültig Schluss machst und ja, dir selbst die Wertschätzung gibst oder immer mehr gibst im Laufe des Jahres. Ne? Wie gesagt, wir hatten hier die 1, 2, 3, 4, 5. Dass du wirklich aus diesem Jahr rausgehst als jemand, der sich selbst liebt und seine eigenen Fähigkeiten, seinen eigenen Wert wirklich glasklar erkennt. Und ja, das zieht dann auch Menschen in dein Leben im Laufe des Jahres oder vielleicht schon zu Beginn, je nachdem, wo du stehst, die dir ebenfalls diese Wertschätzung entgegenbringen. Und oftmals ist es auch so, dass mit dem steigenden Selbstwert auch dein Kontostand, der materielle Fluss, zunimmt in deinem Leben. Und ich weiß, viele von euch sind auch da interessiert. Ich hatte gesagt, wir machen dazu ein Orakel. Das machen wir auch. Im Laufe des Januars wird es ein Finanz- und Berufsorakel geben. Wenn ich mir das hier so anschaue, wird es aber auch ein Orakel über die Beziehungen und über Liebesbeziehungen geben. Hatte ich mir eh schon überlegt, würde ich gerne mal wieder machen. Und ja, ich finde, diese Energien hier sind es wert, da mal näher einzutauchen. Ihr Lieben, ich danke euch erstmal dafür, dass ihr dabei wart. Wenn ihr möchtet, speichert euch das Video doch in eure Playlist ab und schaut im Laufe des Jahres immer mal wieder rein. Vielleicht auch, um zu schauen, wo ihr euch gerade befindet hier. Ja, vielleicht schwankt ihr im Laufe des Jahres auch zwischen sehr realistisch, sehr geerdet und eben sehr spirituell, sehr verbunden. Auch das kann sein. Und dann ist die Aufgabe vielleicht dieses Jahr, beide Seiten wertzuschätzen und ins Gleichgewicht zu bringen oder zu akzeptieren, dass ihr halt manchmal mehr hier seid, manchmal mehr hier. Ihr Lieben, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Im Laufe der Woche bekommt ihr auf jeden Fall das Monatsorakel für den Januar.
Ende Januar, ich weiß nicht, habe ich es im Vorspann gesagt, ich bin nicht ganz sicher, haben wir wieder eine Portaltag-Serie ab dem, lasst mich kurz spinksen, 24. glaube ich. Ja, ab dem 24. Januar bis Ende Januar. Gebt mir einen Moment, euer Stapel ist wirklich, es tut mir sehr leid, ich hoffe auf euer Verständnis. Vom 24. Januar bis zum 31. Januar haben wir eine Portaltag-Serie. Das geht wieder knackig los dieses Jahr und wir dürfen gespannt sein. Ihr Lieben, bis dahin, ich hoffe, wir sehen uns. Lasst es euch gut gehen. Ciao.